Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Eberhard von Kuhnheim, der hat sie relativ früh getroffen und hat beim ersten Treffen gesagt, er landet im Vorstand. Das habe ich natürlich nicht mitgekriegt, sonst hätte ich da Flausen ins Ohr bekommen. Ich habe überhaupt nicht nachgedacht, ehrlich gesagt, vielleicht heute komisch, wenn ich das sage, aber es war so. Ich habe nicht an Karriere gedacht, ich habe nur gedacht, ich will was Tolles machen und gestalten. Jetzt bin ich aber, muss man auch dazu erwähnen, die erste Stufe, die ich dann genommen habe, viel zu früh eigentlich oder viel früher als geplant, die kam nicht durch meine Tüchtigkeit, sondern die kam, weil der Hauptabteilungsleiter dann einen Herzinfarkt bekommen hat und gestorben ist. Okay. Dann haben die überlegt, wen nehmen sie jetzt als Hauptabteilungsleiter. Das muss ich vorstellen, ich war ja noch nicht mal oder so gerade, haben die mich formal auf ein Abteilungsleiterniveau eingestuft. Aber das war ich eigentlich nicht, weil ich keine Ingenieure unter mir hatte, sondern ja nur eine Werkstatt. Aber im Kästchen, im Organigramm, war ich auf der Abteilungsleiterebene. Und als der Hauptabteilungsleiter starb, haben die dann, warum auch immer, beschlossen, dass ich im Alter von 28 diesen Job kriege. Da waren immerhin, ich schätze mal, 150 Leute drin und die meisten Ingenieure. Da war nur die Werkstatt und der Rest waren Ingenieure, Diplom-Ingenieure, promovierte Ingenieure waren dann später erst gekommen, aber das war schon eine tolle Truppe. Und dann bin ich mit 28 Hauptabteilungsleiter geworden. Das war aber deshalb nicht einfach, weil es bei BMW, muss man sich vorstellen, heute undenkbar, gab es eine Regelung, dass man obere Führungskraft, das ging los ab Hauptabteilungsleiter, da durfte man im Führungskräfte-Casino Mittagessen, das war schon die ganz große Auszeichnung. So wie in Stuttgart bei Daimler war das dann der Goldene Löffel oder wie das hieß. Also bei uns war das Führungskräfte-Casino und das konnte man nicht unter 32 werden. Fragen Sie mich nicht, warum. Das gab es, ja, da gab es eine Altersgrenze, damit das auch Leute mit Erfahrung sind. Und das Ergebnis war, ich musste zu Herrn von Kuhnheim, den ich bis dahin noch nie gesehen hatte. Und ich musste da aufgeregt dahinlaufen und mich vorstellen, weil man brauchte eine Sondergenehmigung von ihm, dass ich mit 28 schon obere Führungskraft werden darf. Und der war dann viel netter, als ich dachte, aber das war natürlich immer trotzdem ein gestrenger Herr mit seiner preußischen Disziplin. Und natürlich war dann Hofstaat drumherum, die Sekretärin war natürlich wieder mal viel vornehmer als der Chef, weil die haben ihn abgeschirmt und haben sich wichtig genommen. Der hat es dann genehmigt und dann wurde ich Hauptabteilungsleiter. So lief das. Also, ja. Das ist okay. Und da war ich für die gesamte Erprobung zuständig. Da habe ich in dieser Funktion auch zum Beispiel den ersten Roboter bei BMW eingeführt. Das war in der Produktion? In der Produktion. Mhm. Okay. Für Schweißen, für Schweißtechnik, für Punktschweißen im Rohbau. Aber den habe ich eingeführt als erster. Da wurde ich natürlich dann wieder beäugt. Wie kann man dann so einen Roboter einführen? Und da kam natürlich schon der Betriebsrat. Die sahen das als Bedrohung. Ach, tatsächlich. Und der Betriebsrat, das zieht sich auch ein bisschen wie ein roter Faden. Der war später für mich, ein bisschen selber schuld, aber der war natürlich später mein Karrierekiller bei BMW. Ja. Kommen wir vielleicht noch drauf. Der Roboter, war das Teil dieses Pilotwerks? Also ich weiß genau. Das. Ja, ah, nee, okay. Das Pilotwerk war dann bei mir auch noch entstanden aus einer anderen Idee. Also gerade kaum war ich dann dort, da lief die neue 7er-Reihe an. Nee, die 5er-Reihe lief an. Und das war ein Desaster. Also das war in dem neuen Werk Dingolfing und das Ding, es gab nur Kinderkrankheiten, Anfangsschwierigkeiten, Produktionsschwierigkeiten, die haben die Stückzahl nicht hingekriegt. Also das war Ausnahmezustand, Krisensitzung und alles. Und ich habe mir das als halt junger von der Methodenerprobung, wir wurden ja auch dann bei allen Problemen einbezogen, unsere Werkstatt mutierte dann zum Krisenunterstützungsteam, wo Leute über Nacht wieder Untersuchungen gemacht haben, wie kann die Haube daran gehindert werden, dass sie vibriert, weil der Kleber ist nämlich von der Versteifung abgegangen. So
bin ich natürlich mitten in diese Anlaufkrise eines Autos gekommen und das ist einfach unerbittlich, ne? Wenn so die Stückzahl hochläuft und dann irgendwo im Prozess down the road klappt's nicht und die Autos müssen auf die Halde gefahren werden, halb fertig, dann regnet's. Also es war ein Chaos. Und habe gedacht, es kann nicht sein, dass wir BMW, so eine Weltfirma, ne? Keine Dorfschmiede, war da so stolz drauf, dass wir so stolpern mit dem Anlauf. Und es war natürlich auch in der Öffentlichkeit und es gab natürlich im Vorstand Auseinandersetzungen zwischen Entwicklung und Produktion. Mein Chef war der Produktionschef. Dem wurde immer vom Entwicklungsvorstand vor uns allen in der Halle vorgeworfen, dass wir zu blöd wären, die Autos so zu bauen, wie er sie konstruiert hat. Und da hat unser Koch, da war ich stolz drauf, gesagt, wenn wir sie wirklich so bauen würden, wie sie sie konstruiert haben, dann gäbe es überhaupt kein Auto. Was so, so lief das damals und da habe ich gedacht, das kann es nicht sein. Und habe an einer Idee gearbeitet, ein Pilotwerk zu bauen, weil ich hatte schon mitgekriegt, Mercedes hatte eins. Also die sind, bevor sie immer von der Entwicklung und Prototypenbau in die Serienfertigung gingen, haben sie das durch den Filter Pilotwerk geschoben und haben schon unter quasi Serienbedingungen nur in Kleinstückzahl, aber mit den Einrichtungen der Serie gebaut. Und das erschien mir super schlau. Und dann war ja der Witz, dass unsere Werkstatt, die war unten und drüber war die Behindertenwerkstatt. So, das hat man damals natürlich gehabt, dass man die irgendwo Probleme hatten, die hat man weiter beschäftigt und die haben da Kleinteile und einfach harmlose Dinge gemacht. Aber das war natürlich, sagen wir mal, das war Naturschutzpark der Gewerkschaften und der Betriebsräte. Und jetzt kam ich mit der frivolen Idee, wir machen aus dem ganzen Verein, den wir da haben, aus diesem ganzen Gebäude, wir verlagern die Behindertenwerkstatt und bauen da ein Pilotwerk rein. Und das war ja auf dem Gelände des Werks München. Und der Werksleiter, der war nicht mein Chef, sondern wir haben nur eine Halle gehabt für die Methodenerprobung aus der technischen Zentralplanung heraus. Wir waren sowieso für ihn immer ein Dorn im Auge und ein Ärgernis. Und jetzt haben wir die gehört ja zu ihm in der Produktion, seine Behindertenwerkstatt wollte ich rausnehmen. Da hat er durchgedreht. Der kam mit seiner ganzen einflussreichen Truppe, die haben mich förmlich bedroht und haben gesagt, da werde ich mich noch wundern, wenn ich so ein verrücktes Ansehen mache. Man kann niemals eine Behindertenwerkstatt verlagern. Naja, aber die Behindertenwerkstatt, die war in meinem Konzept eben einfach woanders untergebracht. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Also damals war man natürlich auch als solch einer wie ich von außen naiv und ich habe die Politik da noch nicht so richtig drauf gehabt und habe halt dann frisch froh da meinen Vorschlag gemacht. Aber jetzt ist dieses Papier, das wollte mein direkter Vorgesetzter nicht weitergeben, weil er gefürchtet hat, dass er dann den Druck vom Werksleiter kriegt, der damals der mächtigste außerhalb vom Vorstand war. Ein Herr Volk hieß der. Und dann habe ich einfach gedacht, aber das ist so wichtig für BMW. Und habe dann einfach, weil ich habe den Kuhlheim schon mal kennengelernt, ne? Dann habe ich gedacht, naiv, jetzt schicke ich doch eben einfach die Unterlage und habe die ihm geschickt. Damit habe ich natürlich gegen alle Regeln verstoßen. Ich habe an zwei Ebenen vorbei eine Vorlage an den Vorstandsvorsitzenden gegeben. Ich habe das gemacht, ohne es abzustimmen mit dem Werksleiter, ne? Von dem ich schon wusste, dass der das nicht gut findet. Das heißt, ich habe so, jetzt können Sie sagen, also das war jetzt nicht Überheblichkeit, wirklich nicht, sondern dazu hatte ich ja gar nicht die Statur, um zu sagen, ich nehme es mit denen auf, sondern es war einfach war ich immer so die totale Motivation und Besessenheit, für BMW das Beste zu machen und zu wollen. Und wenn das in der Bürokratie hängen bleibt, dann trage ich das außen rum. Dann hat es natürlich einen riesen Wirbel gegeben. Endergebnis war, zum Entsetzen einiger, zur Freude von mir und ein paar anderen, der Kuhlheim hat das auf die Tagesordnung der Vorstandssitzung ein paar Wochen später gesetzt und ich musste vortragen. Und habe das argumentiert. Und dann habe ich die ganzen Beispiele, die ich erlebt habe von dem Anlauf, habe ich erwähnt, ohne zu wissen, in welches Wespennest ich da wirklich trete. Und das kann man alles lösen, indem wir so einen Praxisfilter
vorschalten und dann müsste das eigentlich beim Anlauf super klappen. Und und dann ging das so eine, schätze ich, glaube eine Stunde, hitzige Diskussion hin und her. Und am Ende hat der Kohlheim, wie immer dann, hat er gesagt, also jetzt habe ich das genug mir angehört, jetzt wird entschieden, wir machen das. Wie viel Geld brauchen wir? Das waren, glaube ich, 24 Millionen, war damals nicht wenig, ja, für die ganze Verlagerung, Werkstatt, Behindertenwerkstatt, Umbau. Und Sie müssen sich vorstellen, da müssen ja richtige, schwere, da muss ja ein kleiner Rohbau aufgebaut werden. Ne? Das muss ja, außer einer Lackieranlage brauchen sie alles, was sie sonst auch brauchen, Montagebänder und so. Also es war schon damals ziemlich teuer. Und dann hat er gesagt, aber das ist doch ein Klacks, wenn ich mir überlege, was wir jetzt in dem Anlauf an Geld verloren haben. Wenn es damit dann besser wird, dann lohnt sich das allemal. Und dann habe ich schon die Tür in der Hand beim Rausgehen, dann ruft der Kuhnheim noch mich zurück und sagt, ach, im Übrigen, Herr Reitzle, und Sie machen das Projekt und Sie werden dann Leiter vom Pilotwerk. Zack, Beförderung auch gleich. Beförderung, ja. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.